Hervorragende Arbeit, ganz wie ich erwartet hatte. Der Hafen gehört nun euch. Viele der Arbeiter dort werden sich bestimmt freuen, dass sie sich zukünftig auf den öffentlichen Nahverkehr verlassen können, der sie morgens pünktlich zur Arbeit und abends sicher wieder nach Hause bringt. Ich konnte die Stadtverwaltung davon überzeugen, dir einen weiteren Bonus anzubieten, wenn du die Wohngebiete erfolgreich mit dem Hafen verbindest. Oh, und sie überlegen, ob sie Westfield und Meierheim für den öffentlichen Nahverkehr öffnen sollen. Das weißt du aber nicht von mir. Ja, von wem sonst? Herzlich willkommen zurück zum Simulator. So, unsere Aufgaben heute sind... Den Hafen haben wir schon freigeschaltet, sehr gut, weil wir... Ja, mehr Busse jetzt haben. Jetzt haben wir insgesamt 7 Busse haben wir jetzt. Die brauchen wir auch für den Hafen. 5 an hier von Hauptbahnhof. So, wir sollen 12 Haltestellen maximal für machen. Siegwalden, Oakville und Port Ember. Das sind unsere Aufgaben. So, kriegen wir hin. Würde ich sagen. Streckenplaner. Also, Siegwalden... Oakville und Port Ember. Und man in Siegwalden da. Siegwalden, Oakville ist wo? Hier. Warte mal, machen wir was anders. Haben wir die andersrum, die Strecke an. Siegwalden. Halt. Ah. Siegwalden. Oakville. Und dann geht's nach Port Ember. Hier unten. Mit 4 Haltestellen. Und ich komme gar nicht so weit drüber. So, dann machen wir das so. So, mindestens 4 Haltestellen. Ja, das sollen wir hinkriegen. Gut, dann speichern wir das. Route 29. Dann ziehen wir die ab aus der Route 20. Ja, den Bus mal wegziehen. Und dann geht mal jemand Neues auf die Strecke, auf den Bus. Und wir fahren die Strecke nochmal mit unserem Gelenkbus. Warte mal. Fahrtbeginn, auf geht's. So, auf geht's. Eine Fahrkarte bitte. Tag, Student. Danke. Jo. Alle mal einsteigen. So. Nächster Halt, Siegwald. Lachstraße. So gut, was ist los? Schönes Wetter. Gut ausgesehen, stehen viele Autos. Einzel, Student, 2. Danke. Und dann machen wir das anders. Wenn wir denn den Kartenautomat beleuchten, machen wir sie denn die Geschwindigkeitsbegrenzer. Da, setzen wir den mal rein. Machen wir uns keine Knöllchen holen. So, sollte jetzt kein Problem sein. Wird jetzt auf 70 km/h beschränkt werden. Okay, Zentrum. So.
klar, nimm dir. Spaß. So. Schön viel Kleingeld. Danke. Eine Fahrkarte bitte. So, Stadt. So. So, hier geht keiner weiter rüber. Das heißt, wir können fahren und biegen hier links ab. Nett, danke schön, dass ihr uns alle vorbei rauslasst. Jetzt muss ich gucken, wie ich hier rumkomme. Ja, passt perfekt. So. Nächster Halt, Augstraße. Keiner, der einsteigen will. Nicht mal ein Problem. Halt das Säge weg. Du merkst, dass ich mit dem Controller fahre, ne? So, pünktlich vor allen Dingen. Keiner, der einsteigen, aussteigen will. Okay. Genau. Was war die nächste Haltestelle? Messe was? Lagerhallen? Hey, lange nicht gesehen. Oh, Alter, schon wie war dein Urlaub in Sunny Springs? Oh, es war genial. Den ganzen Tag nur Sightseeing und Shopping. Klingt gut. Ich denke, ich werde meinen nächsten Urlaub auch da buchen. Ja, die mich erschreckt hat, einfach gerade mal. So. Ein bisschen Glück komme ich über die Ampel auch noch rüber. Ich muss mal ein bisschen einrollen lassen. Ach, oh, gerade so rüber. So, passt perfekt. Wir haben noch 7,5 Minuten Zeit für die Strecke. Also es ist ein ganz schönes Stück bis zum Hafen. So. So, die Ampel da vorne ist rot. Das heißt, wir dürfen nicht weiterfahren. In der letzten Folge kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat. Christina! Ja, schön. Ich weiß, dass ich das Let's Play durch habe. Ich träume schon von dieser Sendung, Serie, wie auch immer. Soap. So, 50 km/h passt. Ah, Schatz, wir haben uns falsch eingeholt. Wir müssen noch links rüber. Da vorne ist eine Rechtsabbiegerspur.
So, 5,5 Minütchen noch. Ja, ich weiß, das ist eine etwas längere Strecke. Ja, das habe ich gerade gemerkt. Das war ein Schlag doch. Das war ordentlich. Das habe ich einfach zu spät gesehen. 5 Minuten noch. Jetzt geht es gleich in das erste Mal in das neue Gebiet. Ah, gib mir nicht auf den Mist mit deinem. Ah, da vorne ist es ja schon das Ende. Okay. Das kriegen wir hin mit noch 4 Minuten. Du verlierst es nämlich nicht mehr. Vorher waren wir hier schon mal gewesen, ziemlich am Anfang irgendwo. Im Industrieviertel ist das, glaube ich, sieht das ziemlich ähnlich aus. Ich habe gestern Shampoo gekauft. Ah, ja. Aha. Genau, passt perfekt. Wir kommen sogar rüber, weil da ist noch ein Fußgänger, das heißt, der muss eh warten. Da vorne ist so ein Geschwindigkeitsbegrenzer, wie auch immer. Und eine kleine Baustelle. Weil kriegen wir das hin mit dem Auto da vorne? Ja, der macht uns Platz, sehr schön. So. Und da vorne ist die Haltestelle. Wir haben noch 3 Minuten. Also, lockerst unter der Zeit. Wenigstens können wir pünktlich. Nicht so wie die Konkurrenz auf den Schienen. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja. Tag, Standard, aber da wird gearbeitet. Jupp. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Ja, kriegst du jetzt. Kriegst du Standard. Danke. Perfekt. So, wir haben ja Zeit jetzt gerade so ein bisschen. Ich gehe mal Fahrkarten kontrollieren. Was? Hier. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Na klar. Oh, Augen. Hier ist die Fahrkarte. Alle haben ihre Fahrkarten. Und sehr gut. Hier ist ein Foto meiner Katze. Ja. Da ist noch einer. Augenblick. Habe ich Ihnen schon gezeigt. Ja, ja, alles gut. Ich hoffe, dass ich nicht wieder eine Tür verriegelt habe. Ach, das ist aber nett, dass du uns reinlässt. Sehr schön, dankeschön. Ja, 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 klar. So. Das Hafengebiet haben wir ja noch in der letzten Folge freigeschaltet. Das ah, jetzt geht's hier rum. Jetzt kommt der Kollege da um die Ecke. Hafen Pier 1 ging nach Siegwalden. Das ist. Das passt aber. Perfekt. So.
Und hier vorne müssen sie bremsen wahrscheinlich. Ja, der hält an. Nächste Halt ist die Hafenverwaltung. Das heißt, wir müssen hier vorne rechts und dann dürfte es nur noch ein oder zwei Haltestellen sein, dann müsste es mal durch sein. Mit der Route. So, nächste Haltestelle ist links, genau. Dann haben wir noch zwei Haltestellen, ja. Sind schon leicht blau markiert. Wir fahren jetzt quasi hinten die Haltestelle links und dann geht es nach rechts weiter. Wieder zurück quasi zum letzten Pier. Ein Marienkäfer auf meinem Knie. So. Nächster Halt. Hafen. Verwaltung. So, da will irgendwie keiner einsteigen. Noch will keiner aussteigen. Das heißt, wir können zumachen wieder und weiterfahren. Das war knapp eigentlich beim Arsch, aber das hat gepasst, Gott sei Dank. Mounty hat gestern einen Fisch gefangen. Was? Cool. Aber Katzen haben doch Angst vor Wasser. Ach, sie ist kaum nass geworden. Sie lag oben auf dem Aquarium. Das sagt ihr einfach so. Ah, was da war. Jetzt haben wir das nicht so ganz einfach. Da wird noch Werbung gemacht. Egal was sie machen, nehmen sie den Bus. Dazu brauchen wir noch viel Werbung. Da vorne ist so viel los. Da sind einige Gäste. Das nenne ich die perfekte Parkposition. Warte, ich kassiere mal im Herab, weil da vorhin können wir Leute nicht aussteigen. Oh, Alter. Danke. Ich hätte gerne ein paar Fahrten. Ja. Einzel, Senior. Oh, sieh dir das an. Ist das nicht wunderschön? Nein. Egal, was du sagst, nein. Ich glaube, dann können wir hier nicht aussteigen, oder? Warte, gehst du mal aus der Tür? Na klar, hier. Wo hab ich denn? Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Hab ich Ihnen schon gezeigt. Ach, halte die Klappe, wenn ich Fahrkarten sehen will. Hab ich Ihnen schon gezeigt? Wie oft wollen Sie die denn noch? Na klar, hier. Hier ist die Fahrkarte. Hab ich Ihnen schon gezeigt? Hab ich Ihnen schon gezeigt. Ich hab Ihnen meine Fahrkarte... Hier. Wie die alle angepisst sind, wenn man die fünfmal nach einer Fahrkarte fragt. Verstehe ich nicht. Ja? Den ganzen Abfall an der Straße an. Warum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? Tja, das sind genau die gleichen Leute wahrscheinlich, die den Müll in den Bus liegen lassen. Das ist auch keine Tagesschule. Ich dachte, es wäre die Enttagesschule mittlerweile, aber ich habe jetzt auch noch eine.
viel los gerade. Na komm, Kollege. Perfekt. Dann habe ich auch so die Aufgabe auch erledigt haben. Doch schneller wäre. Bei dem Verkehr wahrscheinlich schon. Gut, da kommt nichts. Das heißt, wir können schön den weiten Weg. Genau das meine ich. Ja, nur ein Randschein. Okay. Ich dachte, das wäre die Kollision gewesen wieder mal. Ich glaube, ich habe gerade ein UFO gesehen. Oh. Aha, es geht aber. Gerade so. Ich gehe nie mehr zu Fuß. Busfahren macht echt total Spaß. Und danke, das hört mich. So, letzte Haltestelle. Wir sind zwar ein bisschen drunter, aber es liegt ein bisschen am Verkehr. Keine Schlüssel für. So. Perfekt. Na, ein bisschen zu spät. 20 Sekunden. Eine Fahrkarte, bitte. Park. Standard. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Ja. Senior 2. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Ja, Tag, Student. Perfekt. Ich brauche eine Fahrkarte. Welche Fahrkarten wollen jetzt? Fahr mal. Ja, mit ganz bescheuerten Dialogen. Nur um die Stimme zu hören. Perfekt, passt. So, kontrollieren wir die Jungs mal. Ups. Kontrollieren wir die nochmal schnell, damit wir nicht irgendwie vielleicht doch nochmal schwarz fahren. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Wie oft wollen Sie die denn noch? Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Sie haben meine Fahrkarte. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen? Na klar. Hier. Hier, bitte. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Oh mein Gott, gib mir die Flüsse. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Was? Ach. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Nicht ein Schwarzfahrer. Warum nicht? Habe ich Ihnen schon gezeigt. So, das müsste eigentlich die letzte Haltestelle sein jetzt. Nächster Halt, Hafen 4-1, Endstation. Ja. Bitte alle aussteigen. Die letzte Haltestelle für heute. Kein einziger Schwarzfahrer, das ist das Gute. So, alle raus hier. Tata. Das ist für mich fast klar. Nein, sie beschweren sich über Müll, wenn man hat, dass sie es hier liegen. Probieren wir mal. Nö, aber alles erledigt.
Gut. Fahrt abbrechen. Feierabend. Das reicht aber nicht für 5 Sterne. Da werde ich pünktlicher sein müssen. So, haben wir die Aufgabe erledigt? Ja, perfekt. Gut, der nächste Teil machen wir dann in der nächsten Folge.